Heute zeige ich dir den versprochenen Umbau meiner BR94 von Fleischmann. Die Lok hat bereits einen Glockenankermotor verbaut. Ich werde LEDs einbauen, Strom für eine Magnetkupplung kommt rein, den Decoder werde ich tauschen und das Ganze ist für meine N-Modelleisenbahn Steampunk. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aqua Painter aka Oli zum Video 55. Ich habe ja irgendwann, glaube ich, mal erwähnt, dass ich die Nummern jetzt einfach durchnummeriere und nicht mehr unterscheide zwischen Bastelvideo, zwischen Tutorials, zwischen, ach was weiß ich. Ich mache halt alles laufende Nummern, weil es ist ja sowieso alles für meine Steampunk-Modellbahnanlage. Ja genau, Modellbahnanlage, die Steampunk wird hier aufgebaut, wer es noch nicht gesehen hat bei mir. Hier wird praktisch die Modellanlage von Anfang an gezeigt, wie ich sie aufbaue. Ich bin wieder bei der Folge 55 plus vielleicht nochmal 20 Folgen, die keine laufende Nummer haben. Aber ist ja auch egal, heute geht es um dieses Schätzchen hier, um die BA94. Die andere, die ich hatte für mein Video, wo ich so schön Bumm reingeschrieben habe, die habe ich auch noch, die Lok. Und ich habe es im Video 50, glaube ich, mal erklärt, was ich mit den Loks hier so vorhabe. Und das ist jetzt ein Versprechen, was ich einlöse. Oder ja, kann man so sagen. Die Lok jetzt hier, die BA94 von Fleischmann, die habe ich mir gekauft. Da war schon ein Glockenankermotor drin. Das hätte ich nicht wirklich gebraucht, weil ich sowieso alle meine Loks auf Glockenankermotoren umrüsten werde. Und auch ein Decoder ist hier drin, aber auch diesen Decoder werde ich, wie in meiner letzten Lok, umrüsten auf den Döler&Haas Decoder. Die mag ich mehr, die kenne ich in- und auswendig und die lassen sich hervorragend programmieren, die lassen sich hervorragend einstellen und die werde ich auch überall verwenden. Das heißt, Loks, die schon Decoder haben, werden alle umgerüstet noch bei mir, damit ich einheitlich irgendwo fahren kann, obwohl das wahrscheinlich Quatsch ist. Das ist wieder mal richtig typisch Uli, aber was soll's. Ja, hier geht es jetzt um den Teil, wo ich die LED-Beleuchtung ersetzen möchte. Was heißt nicht ersetzen möchte, sondern die Glühbirnen kommen raus. Das ist mir alles ein bisschen zu altbacken mit den Glühbirnchen. Und um die Glühbirnen raus, wenn ich die rausnehme, müssen natürlich die Lichtleiter auch verschwinden, die ich jetzt ja gerade vorne mit der Zange rausgezogen habe. Und hier hinten selbiges Spiel, da lockere ich das nur mit der Pinzette leicht an. Aber so richtig anlockern, naja, es ist ein bisschen knaubelig gewesen, da drinnen da zu arbeiten. Und mit der Zange und ein bisschen beherzt reingegriffen und mit dem Gedanken im Hinterkopf, man braucht es ja sowieso nicht mehr. Es kommen ja LEDs rein, kann man da doch ein bisschen beherzter zugreifen. Aber sie haben es beide überstanden. Ich könnte bei Bedarf auch die Lichtleiter wieder einsetzen. Zumindest vorne, hinten werden die LEDs ja verklebt. Das zeige ich euch aber alles gleich, das kommt gleich noch. Und jetzt gucke ich erstmal, ob das überhaupt hier alles so ranpasst und wie das überhaupt ist. Und ihr kennt es ja aus dem letzten Video, wo ich die V100 umgebaut habe. Die LEDs, die müssen erstmal so ein bisschen ausgerichtet werden, weil die liegen flach. Für vorne übrigens richtig toll, wenn die so flach liegen. Aber für hinten brauche ich die im stumpfen Winkel sozusagen auf dem Litzen drauf. Die Litzen übrigens, die mag ich hier überhaupt nicht, aber leider haben die fast alle, wo ich bestelle, haben immer die gleiche Art von Litzen. Man kriegt da die Ummantelung nicht wirklich ab. Ja, man kann mit dem Daumennagel versuchen, man kann mit der Abisolierzange versuchen, entweder mit der Abisolierzange, weil es so fein ist, knipse ich es nur ab. Mit dem Lötkolben, wenn ich ihn richtig heiß mache, habe ich immer die Hoffnung, dass ich die Ummantelung dann mehr oder weniger abbrennen kann, was aber auch sich sehr, sehr schlecht macht, weil dann haftet das Lötzinnhaar nicht mehr richtig an der Litze drin oder an der Seele oder wie man das auch mal nennen will. Und das macht sich wirklich schlecht. Also das muss ich echt sagen. Da versucht man es immer mit dem Messer über der Tischkante so ein bisschen abzuziehen. Also das ist wirklich abartig. Und aber gut, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen es ja reinsetzen. Ja, vorne habe ich die jetzt reingesetzt. Und die werden da bloß in diese kleine
Da, wo der Lichtleiter vorne reingeragt hat, stecke ich die im Grunde genommen rein. Hier teste ich wie immer meine LEDs und gut, dass ich es gemacht habe. Ich habe es ja auch hier hingeschrieben. Die ist blau. Ich habe warmweiß bestellt. Das ist nicht lustig, bin ich ehrlich. Ich lache zwar gerade, aber zum Glück hatte ich mehrere LEDs bestellt durch dummen Zufall auch von verschiedenen, ne, dummer Zufall kann man nicht sagen, von verschiedenen Händlern. Die hatte ich kurz nacheinander geordert und da war ich heilfroh, aber ich weiß leider nicht mehr, von wem ich die blauen statt der weißen bekommen habe. Aber gut, was soll ich rumjammern? Ich habe zwar keine Verwendung jetzt für die blauen, aber irgendwas fällt mir da schon ein. Irgendein Krankenwagen, was oben drauf gepappt oder was weiß ich. Mal gucken. Oder irgendeine Fabrik. So diese typischen Flackerlichter für Schweißer oder was weiß ich. Ich lasse mir da schon irgendwas einfallen. Und ja, hier habe ich jetzt die LEDs vorne reingesteckt. Das macht sich wirklich hervorragend und die sind richtig schön hell. Die muss ich fast schon wieder dimmen, wenn ich das hinbekomme. Und aufgrund der Bauart von dem Gehäuse hier konnte ich so ein Stückchen von einem, ja, von so einem abisolierten Kabel da reinstecken. Den Mantel passte genau da vorne rein und klemmt natürlich in dem Fall die LEDs so richtig schön fest. Das heißt, die kriegst du gar nicht mehr raus. Denn wenn ich die hätte fest kleben wollen, das heißt, wenn ich in die Ritze, wo ich die LED dann reingesteckt habe, Kleber reingemacht hätte, hätte ich die LED nie wieder rausbekommen. Also, oder nur unter riesigen Aufwand mit rausbohren und fräsen, hast du nicht gesehen. Und so habe ich einfach vorne reinstecken. Dieses kleine Stückchen Kabel stört in keinster Weise da vorne. Und so konnte ich das wirklich alles ganz, ganz super verlegen. Und jetzt muss man nur gucken, dass man es schön flach verlegen kann, so ein bisschen reinlegen kann, so dass es beim Zusammenbau nachher der Lok nicht unbedingt stört, weil da stört ja teilweise jeder Millimeter, das kennt ja alle selber. Ja, hier bin ich mal aus der Kamera gerutscht, deswegen musste ich schneiden. Und die LED wird nur von der Innenseite, da ist noch die Bohrung etwas größer als außen, da kann man die ganz, ganz wunderbar reinsetzen mit einem Tropfen. Also den LED-Körper einfach ganz kurz in Sekundenkleber getaucht, dann in das Loch da rein und dann 5 Minuten festgehalten und dann geht das ganz prächtig. Ja, aus dem Fehler von eben habe ich gelernt. Das heißt, hier kommt mein berühmtes Prüfkästchen wieder zum Einsatz. Also ich gucke erstmal, bevor ich jetzt weiter da verklebe und mache, ob die LEDs leuchten und wie sie überhaupt da hinten rausleuchten. Dass das da hinten dunkler ist, ist mir klar, weil die ja von innen reingesetzt wurden und müssen noch so 2 mm von dieser Röhre da. Aber wenn man richtig reinguckt, sieht man auch, wie schön hell das ist. Also es klappt auch wunderbar. Und die zweite habe ich auch getestet, das habe ich jetzt glaube ich gar nicht drin. Nö, das ist ja Quatsch, sieht ja eh genauso aus. Dann habe ich die Idee meiner V100 aufgenommen und habe in den Lampenfassung habe ich meinen Widerstand hier reingesetzt. Und ging wunderbar, damit er schön straff sitzt, habe ich vorher ein Stückchen Schrumpfschlauch da drüber geschrumpft über den Widerstand. Der sitzt ja wirklich ganz toll in dieser Lampenfassung drin. Und oben habe ich das so umgebogen, dass er dann auch tatsächlich den Kontakt der Glühbirne verwenden kann. Den anderen habe ich nach oben drüber gebaut. Hier auf dem Bild habe ich nämlich schon den Decoder getauscht. Hier ist der Dylan Haas Decoder da hinten drin. Den habe ich also nur am Motor festgeklebt. Durch den Glockenankermotor geht das nämlich. Der Originalmotor wäre viel zu groß. Da muss dann ja Decoder vorne hin. Brauchte ich aber in dem Fall nicht. Ich konnte an die Motorseite ranmachen und konnte mir so vorne die Zahnräder freihalten und da nicht irgendwie Kabel reinzubekommen. Deswegen war das eigentlich recht praktisch. Hier kommen meine stromführenden Magnetkupplungen. Ich hatte es ja schon erwähnt, das kommt ja bei mir überall hin. Das heißt, die gesamten Waggons, das gesamte Rollmaterial, was ich habe, wird stromführende Magnetkupplung bekommen. Und ich werde somit wirklich fast jeden meiner Waggons mit Stromabnehmern versehen. Das heißt, die werde ich nicht so versehen, dass ich die mit Schleifern ausstatte, sondern immer ein Radpaar bekommt um die Achse etwas Kupferdraht, also so mit mehrfachen, ich zeige es euch noch im nächsten Video, werdet ihr sehen, mit rein, so dass wirklich unterm Strich so ziemlich mein gesamter Zugverband Strom abnehmen kann. Weil mich nervt das ungemein, dass gerade diese Dampfloks hier, wenn die ein bisschen auf ein bisschen komplizierterem Gleisbild fahren, immer so leichte Aussetzer haben. Das heißt, dass das Licht flackert oder irgendwas oder im schlimmsten Fall sogar stehen bleiben. Und das liegt dann immer nicht an dem Fahrzeug selber, dass das irgendwie schlecht gebaut ist. Nein, das ist tatsächlich so, dass die dann den Strom schlechter abnehmen, auch wenn die hier wirklich auf allen 10 Rädern abnimmt oder in dem Fall 2 mal 5
Und das stört mich. Ich bin ehrlich, ich möchte, dass der Zug sauber läuft. Und der läuft natürlich umso sauberer, umso mehr Fahrzeuge irgendwie Strom abnehmen. Deswegen werden alle meine Fahrzeuge mit stromführenden Magnetkupplungen ausgestattet. Ursprünglich sollten sie ja nur Magnetkupplungen bekommen. Jetzt habe ich natürlich einen ganzen Sack voll Magnetkupplung ohne Stromführung hier noch mit rumliegen. Mal gucken, die werden wahrscheinlich bei eBay mal eingestellt werden. Und wie gesagt, alles stromführend. Ich finde das recht toll, weil man kann die Waggons schön, die schnappen dann so ein. Und die silberfarbenen Magnete, die man so ein bisschen sieht, die werde ich mit dem schwarzen Edding dann vorne einfach schwarz malen, so dass die ganze Kupplung schwarz ist, beziehungsweise ich werde die Kupplung mit in den Alterungsprozess der Lok nachher einbeziehen mit und werde die dann entsprechend verrostet darstellen, so dass die Kupplung eigentlich unterm Strich gar nicht mehr zu sehen ist, oder wenn man es weiß, sieht man es wahrscheinlich immer. Hier habe ich übrigens das ein bisschen rausgebrannt mit dem Lötkolben an der Seite, auch hier selbiges wie vorhin. Ich wollte es ja unbedingt tauschen, also ruhig beherzt da was rausgemacht, aber immer alles schön vorsichtig, dass man eben nicht mehr rausbrennt, als eigentlich notwendig sein soll. Und passt wunderbar, die beiden. Ja, die Magnetkupplungen, die sind wirklich sehr beweglich drin. Die sind jetzt nicht federgeführt, das brauchen sie auch gar nicht, weil die Magnete, die finden ihren Weg ganz alleine von dahin, wo sie wollen. Und dass die Kupplungen halbwegs gerade drinne liegen, das ist einfach auch den Kabeln geschuldet, dass die entsprechend da verlegt sind. Und ich sag mal, wenn der Zug von beiden Seiten ähnlich ist, dann steht auch die Kupplung relativ gerade. Und das passt schon irgendwie. Wie gesagt, ich werde die entsprechend bemalen, so dass sie wirklich aussieht wie eine normale Kupplung. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Hier habe ich das Kabel jetzt übrigens am Motor an der Seite festgeklebt. Auf der anderen Seite ist ja da oben der Decoder. Hier vorne ist das Kabel rangeklebt. Da hätte ich also sogar noch Platz, um da irgendwas unterzubringen. Ich hätte da vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendwie einen Kondensator mit anlöten können oder ankleben können, aber das wollte ich nicht. Ich habe einfach genug Waggons hinten dran und ich werde auch ein paar meiner Waggons noch mit Kondensatoren extra ausstatten, dass die das sogar noch ein bisschen puffern können. Also meine Züge werden am besten fahren, wenn sie viele Hänger haben. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, was heißt viele Hänger? Ich werde meistens mit 4 Hängern fahren oder mit 3, aber das reicht schon aus, weil auch wenn der Zug so 30 cm lang ist, ist das super. Und dann passt das schon irgendwo. Hier löte ich jetzt die Kabel an. Die kommen einfach mit auf die beiden Seiten, wo sie den. Also ich mache es immer so, wenn ich die Kupplung eingebaut habe, der Magnet, der links ist, wird auch auf die linke Seite der Lok gelötet. Der da rechts ist, wird entsprechend auch auf die rechte Seite gelötet. Und dann ist das alles ganz entspannt. Und bei den Waggons, das zeige ich euch im nächsten Video, läuft das über Kreuz, so dass es völlig egal ist, wie ich die Waggons ankupple. Sie werden immer die richtige Seite des Stroms zur Verfügung stehen haben, also dass kein Kurzschluss entsteht, weil eine richtige Seite gibt es ja beim Wechselstrom nicht. Aber zumindest kann nie irgendwo ein Kurzschluss entstehen. Und so wird das dann auch wunderbar. In einigen Tests, die ich hier schon so gemacht habe, funktioniert es prächtig. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der da auch Interesse dran hat, das zu machen. Ich meine, hier kostet das Paar von diesen Magnetkupplungen 5,85 € oder irgendwas hat Dreh. Also das ist durchaus bezahlbar. Ja, hier teste ich es nochmal. Natürlich über Kreuz dran machen, ist ja klar, weil ich muss ja die eine Seite und die andere Seite. Das klappt, ihr seht, das klappt wunderbar. Habe ich bei der V100 genauso getestet. Geht super. Und jetzt noch auf dem Radpaar getestet, vorne dran. Auch da oben dann noch drauf. Läuft. Also das ist genau das, was ich wollte. Und da werde ich dann entsprechend die Stromversorgung ganz... Übrigens, da oben bin ich mit der Z21-Seite rangegangen. Das ist also jetzt tatsächlich ein richtiger Fahrstrom gewesen und keine 12 Volt mit dem Widerstand. Und klappt. So muss das sein. Ja, dann, ja, jetzt habe ich es nochmal eingekreist. Da ist der Anschluss der Z21 mit einem Schalter und dort mit einem Wechselgleichrichter gemacht. Wechselgleichrichter, oh Gott, das ist ein schweres Wort, na, ihr wisst schon. Und die linke Seite ist ja mit 12 Volt ausgestattet, einmal normal 12 Volt und einmal, dass ich Widerstand reinschalten kann. Hier sehen wir jetzt das Abenteuer-Lok. Und damit das nicht ganz so wüst aussieht, habe ich jetzt hier natürlich drin alles schwarz angemalt in der Lok. Das habe ich dann mit der Valero-Farbe in schwarz gemacht. Das hat auch den Vorteil mit, dass
eventuelle Anschlüsse nicht irgendwo am Gehäuse sich da einen Kurzschluss ziehen können. Deswegen sowieso alles schön übermalt. Und ob ich da jetzt Klarlack reinmache oder ob ich jetzt schwarzen Lack reinmache. Ich habe mich also logischerweise für schwarz entschieden. Es soll ja auch alles schön da stimmig sein drin. Jetzt habe ich auch die Litzen mit schwarz gemalt, weil ich habe beim Test gesehen, dass ich durchs Fenster da diese gelben und orangen und roten Litzen gesehen habe. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und wenn man das alles schwarz macht, sind die nahezu unsichtbar. Und ja, hier sehen wir es, die ganzen Kabelchen, die rangehen. Ich habe übrigens ganz am Ende des Videos, wen es interessiert, deswegen habe ich es erst am Ende des Videos gemacht, wie ich den Decoder verlötet habe, der da jetzt eingebaut ist. Das kommt noch so mal ein paar Minütchen hinten ran, wer es gucken möchte. Deswegen habe ich es hier nicht mitten rein gemacht, manch einen interessiert es nicht. Hier übrigens jetzt nochmal der Test mit den ich habe jetzt ein Kabel direkt mit einer mit so einer Magnetkupplung angeschlossen, so dass ich dann auch tatsächlich meine Loks ganz, ganz super testen kann. Ihr seht das. Und das Witzige ist, das habe ich jetzt hier nicht drin. Ich kann wirklich meine Lok schön testen. Ich könnte jetzt meine WLAN-Maus nehmen und kann hier auf dem Tisch meine Lok hin und her fahren lassen. Finde ich ganz, ganz toll. Und das lohnt sich wirklich. Also die die stromführenden Magnetkupplungen, ganz, ganz toll. Also ich will sie überhaupt nicht mehr missen. Wartungstechnisch sehr, sehr schön. Das heißt, man kann wirklich die Lok testen unter Strom. Hier mache ich nochmal an die V100 dran. Dann sieht man, das geht genauso. Und hier kann ich auch die zusammenpappen. Und die würden sich jetzt stromtechnisch schon teilen. Und das ist eigentlich... Ja, es lohnt sich. Ich kann es nur immer wieder sagen. Hier haben wir die Testfahrt. Und wer genau hinguckt, sieht auch ab und zu mal vorne die LED-Scheinwerfer ein bisschen blinkern. Das meinte ich. Ja, immer dieser kleine Mühausfall, das stört mich. Ich möchte, wenn es geht, so weit es geht, irgend möglich, möchte ich ein gleichbleibend leuchtendes Licht haben. Der Lichtwechsel funktioniert. Das heißt, jetzt leuchtet es hinten, wenn ich rückwärts fahre, und wenn ich vorwärts fahre, leuchtet es natürlich dort. Das ist erwartungsgemäß natürlich genau das, was man jetzt erwartet von dieser Lok. Aber es funktioniert prächtig. Es macht Spaß. Hier sehen wir so oben nochmal durch Dobbingen durchdampfen. Und da auch jetzt wieder im Rückwärtsgang eingelegt. Und auch hier, da, ja, man muss ständig die Gleise sauber halten bei diesen Loks. Bei den Drehgestellloks geht es besser. Aber gut, das ist alles lösbar, ne? Und mit den Anhängern dann sowieso. Ja, im Grunde genommen habe ich jetzt die Lok soweit umgebaut. Hier sehen wir nochmal abschließende Bilder davon. Und wie gesagt, wer jetzt noch Lust hat, jetzt kommt nochmal hinten ran ein Videoabschnitt, wo ich dann entsprechend den Decoder eingelötet habe. Manch einen wird es nicht interessieren, weil er das selber im Schlaf schon kann. Ein anderer mag es interessieren, der kann das natürlich gerne jetzt hier sich angucken. Nur mal ganz kurz, hier habe ich so einen kleinen Draht von einem Widerstand genommen, da ich nicht riskieren möchte, dass die Litze, die vom Decoder darüber geht, mir in die Zahnräder oder das Schneckenrad oben reinkommt, und das kann ich dann so leicht drüber biegen. Okay, dann würde ich sagen, wer Lust hat, guckt sich's weiter an, wer nicht, guckt sich ein anderes Video von mir an. Ansonsten würde ich sagen, wer mich noch nicht abonniert hat, macht's. Ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen. Und wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Das wäre zwar sehr schade, weil immer viel Arbeit hier drin steckt, aber ich kann sie ja nicht jedem recht machen, wie es ausschaut. Ich hoffe, ich habe übrigens musiktechnisch diesmal ein bisschen besser wieder gegriffen auf altbewährtes. Und ja, wie gesagt, an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal. Das Video läuft dann eine Weile. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss. Thank you.
Thank you.